1000 Kilometer rein elektrisch fahren? An nur einem Tag? Glaubt man den Stammtischen dieser Welt, dann geht das doch gar nicht. Eingefleischte Elektromobilisten wissen, das ist gar kein Problem. Doch diesen Beweis wollten wir bei der ersten ED1000 antreten. 18 Fahrzeuge, 7 mobile Kamerateams und vor allem viele tolle Menschen haben diese These im vergangenen Jahr widerlegt. Unter ihnen zum Beispiel auch Schauspieler Len Kutrawitzki im Hyundai Ioniq 5. Auch für ihn ging es von Berlin über Bielefeld nach München, denn durch den kleinen Umweg über Bielefeld konnte die Strecke von 1000 Kilometer nicht mehr unterboten werden. Und Len fährt auch sonst viel mit dem Elektroauto. Genau, quer durch Europa zu allen, möglichst allen Drehs, die ich mache, möglichst klimaneutral sein und dabei ein bisschen was Gutes tun. Als Pate für UNICEF sammle ich Geld mit meiner E-Mobilität und fühlt sich viel, viel besser an, als mit dem Flieger zu fliegen, auch ganz besonders innerdeutschland. Was war denn die bis dato weiteste Strecke mit einem Elektrofahrzeug? Also die weiteste und schönste Strecke bisher, Berlin-Kroatien mit einem Elektroauto, mit einem Kona. Es war großartig, weil ich gemerkt habe, dass in Europa es wirklich möglich ist, mit einem Elektroauto, also mit einem puren Elektroauto, vorwärts zu kommen und das ziemlich schnell und das ziemlich entspannt, weil es überall Ladesäulen gibt. Und wie sah es mit der Ladeinfrastruktur in Kroatien aus? In Kroatien ist es sogar so, habe ich die Erfahrung gemacht, also jetzt im Frühjahr war das, als ich runtergefahren bin, dass man in Kroatien umsonst geladen hat, weil, glaube ich, so wenig Elektroautos noch da sind, dass es scheinbar entspannter ist, wenn man einfach dann umsonst hat. Und in Deutschland war das auch kein Problem, oder? Absolut. Berlin hat schon eine große, also in meiner Hood, wo ich wohne, gibt es viele Ladesäulen. Es fühlt sich total entspannt an und man kann das auf Apps laden und dann kriegt man eine Benachrichtigung, dass die Ladesäule frei geworden ist und dann fährt man sein Auto hin und dann lädt man. Es ist irgendwie alles so entspannt. Und wenn man erstmal anfängt mit einem Elektroauto zu laden und sozusagen die Augen zu öffnen und weg von den Tankstellen zu den Ladesäulen, dann sieht man die auf einmal überall. Weil wenn man einfach mit einem Benziner oder einem Diesel rumfährt, dann hat man gar kein Auge für die Elektroladesäulen. Wann sehen wir Len denn wieder als Kriminalkommissar? Ich habe jetzt gerade in Budapest eine amerikanische Serie gedreht, darf ich noch nicht sagen, was es ist. Es ist ja dann immer so, ne? Wir sind dann verpflichtet und habe das große Vergnügen, gerade in einer deutschen Serie vertreten zu sein, die auch international angelegt ist. Hat viel mit Berlin zu tun, mit Historie und den Rest muss man sich denken. Und der Kriminalkommissar bleibt weiterhin bestehen? Der Kriminalkommissar, der wird ermitteln. Ah. Das steht schon fest, nächstes Jahr gibt es 2 neue Filme. Die wir dieses Jahr gedreht haben, die kommen im Frühjahr raus. Wieder viel Kroatien, viel kroatisches Leben, viel kroatische Gesellschaft. Und das mit 2 tollen Kommissaren, einschließlich mir, und einem tollen Team drumherum. Wir drehen auch mit einem kroatischen Team. Das heißt, wir sind wirklich Teil des kroatischen Lebens und das macht sehr, sehr viel Spaß. Dann ging es mit dem Hyundai Ioniq 5 auf die Strecke von Berlin zunächst nach Bielefeld. 800 Volt Ladetechnik, eine Reichweite von bis zu 481 Kilometern, eine Peak-Ladeleistung von bis zu 220 Kilowatt. Doch der Hyundai Ioniq 5 überzeugt nicht nur an der Ladesäule, sondern bietet ausreichend Platz und ein sehr schönes Design. In Bielefeld hat unser Kamerateam Len noch einmal erwischt. Wie waren denn die ersten 400 Kilometer? Also es war easy. Einmal laden, ich glaube einen Kaffee. Und der Kaffee war noch nicht kalt, da war das Auto schon vollgeladen. Und wie verbringst du normalerweise die Ladepause? Das Laden habe ich ja oft, also wenn ich jetzt auf der Autobahn unterwegs bin, egal in welchem Land, habe ich die Erfahrung gemacht, dass es erstmal sehr gut funktioniert. Zweitens nutze ich die Zeit, um Texte zu lernen, um zu lesen, um eine Idee, die ich beim Fahren gehabt habe, aufzuschreiben. Es ist irgendwie immer so ein kreativer Moment. Ich empfinde das elektrisch Fahren als total entspannend, deswegen brauche ich mich da nicht wirklich ausruhen beim Laden. Welche Musik hört Len Kutrawitzki während der Autofahrt? Das ist eine gute Frage. Mein Musikgeschmack geht tatsächlich querbeet von Klassik. Als klassisch ausgebildeter Geiger höre ich natürlich wahnsinnig gerne klassische Musik. Bilder einer Ausstellung, Mussorgsky, Romantik, Mendelssohn. Bis zu Metallica, über Beatles, Stones. Es ist dann immer so, ich suche mir dann was dann gerade zu meiner Stimmung passt, zu der Idee, die gerade in meinem Kopf rumschwirrt, die mich dann inspiriert. Welche Strategie hatte sich das Team Hyundai überlegt für die restlichen 600 Kilometer der ersten ED1000? Die Strategie ist erstmal, sich an alle Vorschriften zu halten auf der Autobahn, Geschwindigkeitsvorschriften. Mit dem Ioniq 5 ist die Strategie natürlich ein bisschen einfacher,
weil wir eben so schnell laden können. Das heißt, wir müssen nicht so auf Sparsamkeit gehen. Wir können die Geschwindigkeiten auskosten, weil wir dann eben schnell wieder zu Kraft kommen, um dann die nächste Etappe zu schaffen. Aber in erster Linie geht es darum, die Zeit zu genießen, miteinander zu quatschen und sich auszutauschen. Überglücklich kam Bernhard Voss von Hyundai und Lenko Trawitzki in München an, konnten auch durch die Motorworld-Ausstellung fahren. Also Len, 1000 Kilometer, für dich doch gar kein Problem, oder? Easy. Kein Problem. Ich fahre regelmäßig zum Drehen mit rein elektrisch durch ganz Europa. 1400 Kilometer, eine Strecke ist überhaupt gar kein Problem. In ganz Europa. Tschechien, also Deutschland, Tschechien, Österreich, Slowenien, bis nach Kroatien runter. Elektrisch, no problem. Guter Plan und die richtige Technologie, dann klappt das. Sagen wir doch. Freut euch auf die weiteren Videos zur ersten ED1000 und dann natürlich auch auf die diesjährige Ausgabe. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, daher hinterlasst jetzt gerne ein Like für das Team Hyundai und ein Abo für uns. Das war Electric Drive. Zum nächsten Mal.